Ja, moin, liebe Borussen, super, dass ihr auf dem Freitag wieder dabei seid. Es ist wieder soweit. Am Sonntag rollt die Kugel. Ich habe richtig Bock. Endlich wieder Borussia im Borussia Park, direkt gegen Leverkusen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, dass endlich wieder der Ball rollt. Das wird richtig geil. Also, ich freue mich auch schon richtig mit euch gemeinsam auf die Livestreams. Apropos Livestream, morgen geht's los mit der Bundesliga-Konferenz. Die werden wir livestreamen und natürlich am Samstag unser Borussenspiel hier auf YouTube. An der Stelle danke an deine Sportsfreunde, die das überhaupt ermöglicht haben, dass wir das livestreamen können. Und wie immer, lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Damit unterstützt ihr mich einfach am meisten. Ich kann es nur immer wieder betonen. Es macht mir Freude, das auch immer wieder zu sagen. Und jetzt starten wir rein. Ich habe richtig Bock. Endlich nochmal Spielanalyse. Aber erst kommen wir zu den aktuellen News. Ich habe eben auch die Pressekonferenz gesehen. Einige von euch waren wahrscheinlich auch dabei. Und Gladbach nimmt chilenischen Rechtsaußen ins Visier, hat wohl auch schon ein Angebot abgegeben. Und das Interessante war, Dario Osorio heißt der junge Chilene, spielt auch noch in Chile, ist auch chilenischer Nationalspieler schon. Ein Reporter hat oder Reporterin hat Wirkus direkt nach dem Namen gefragt. Und er hat es nicht ausgeschlossen, beziehungsweise hat zu dem Spieler nicht gesagt, hat es nicht kategorisch ausgeschlossen. Der ist 18 Jahre jung, der junge Mann. Und ich habe mir den angeguckt. Wir gucken erstmal seine Position an. Das ist er hier. Ist ein Rechtsaußen. Er kann auch Linksaußen spielen. Jetzt fragt man sich, warum brauchen wir wieder einen Außenspieler? Klar, ich glaube, dass Ngumu mittlerweile als zweiter Stürmer bei uns gilt. Und wenn Hofmann mal ausfallen sollte, wird das aus meiner Sicht schon Sinn machen, ne? Für die Rückrunde. Eventuell den jetzt zur Rückrunde zu holen. Der ist extrem technisch stark, extrem stark. Unheimlich ballsicher, schnell mit der Kugel. Also der hat eine extrem hohe Technik. Also ich habe mir mal ein Spiel von dem angesehen. Also mehrere Highlight-Zusammenfassungen und die Bewegungsabläufe sehen schon extrem krass aus. Also guckt euch den gerne mal an. Den Transfer würde ich sofort supporten. Also wenn man den irgendwie kriegt, glaube ich, hier sieht man es auch, Wechselwahrscheinlichkeit relativ hoch. Wenn man den jungen Mann irgendwie kriegt, sollte man den holen. Ich glaube, also von den Anlagen her hat er alles, um irgendwann mal für 60 Millionen zu wechseln. Ich sag's euch, wie es ist. Und Roland Wirkus, ihr kennt meine Meinung dazu, hat bei mir eh jetzt nach dem Deal ein Stein im Brett oder wie man es auch immer sagt. Richtig, also den Transfer würde ich befürworten. Und apropos Roland Wirkus, nochmal kurz zurück, um das Thema Sommer zu schließen. Omlin wird am Sonntag spielen. Das hat Farke so ein bisschen bei der Pressekonferenz auch rausgucken lassen, dass Omlin direkt im Tor steht. Ich bleibe dabei, für mich war das ein sehr, sehr guter Deal. Du hast eine ordentliche Ablöse bekommen, wo du einen neuen Stammtorhüter für kaufen kannst. Und ab und zu habe ich in den Kommentaren gelesen, ja, man hätte auf Olschowski setzen sollen. Klar, ich kann den Gedanken verstehen. Ich finde, er hätte das auch gut gefunden. Aber ich glaube, Wirkus und sein Team können das schon einschätzen, ob das reicht für die Rückrunde oder nicht. Ich meine, Wirkus hat ja jahrelang mit dem Jungen in der Jugend zusammengearbeitet, ne? Und wären die der Überzeugung gewesen, da sitzt der nächste Ter Stegen auf der Bank, glaube ich, hätte sich keiner dagegen gewehrt, ne? Nur die Wahrscheinlichkeit, dass du den nächsten Ter Stegen auf der Bank sitzen hast, ist relativ gering, sage ich mal. Klar, kann immer passieren, dass der Junge dann richtig durchstartet, aber wenn die der Überzeugung sind, dass das nicht stabil genug wäre für die Rückrunde, dann muss man so handeln, wie jetzt gehandelt wurde. Und Omlin macht auf mich einen super Eindruck, ne? Und damit ist das Thema Sommer jetzt durch. Ich wünsche dem Jan alles, alles Gute. Hat 8,5 Jahre super Leistung für uns gebracht. Ja, Wirkus hat das auf der Pressekonferenz auch nochmal super rübergebracht, dass Bayern sich an die Bedingungen halten musste, Jan sich super verhalten hat und gar kein Groll gegen Jan. Ich wünsche ihm alles Gute, auch heute Abend schon gegen RB. Und ja, und das ist es jetzt gewesen. Wir haben jetzt Jonas Omlin oder es wird auch ein guter. Und dann gibt es noch ein Gerücht, was sehr, sehr heiß ist, wohl laut transfermarkt.de. Das ist jetzt von Fußballcheck, aber Anthony bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch. Anthony spielt bei Bournemouth, glaube ich, genau, ist im Sommer ablösefrei. Schippers hat es schon durchkriegen lassen. Wir werden uns auch an ablösefreien Spielern orientieren müssen. Und wenn Thuram einmal weg sein sollte, wozu wir gleich noch kommen, sind so Spieler natürlich interessant hier. Der spielt auch öfters Sturm. Tatsächlich ist 23 Jahre alt, hat jetzt auch schon zwei Premier League-Tore gemacht in dieser Saison. Laut transfermarkt.de ist die Wahrscheinlichkeit auf den Transfer schon bei 51%. Das klingt sehr, sehr spannend. Aber Arsenal und Leicester sollten da auch dran sein. Also wenn
das stimmt, glaube ich, werden wir keine Chance haben. Also wenn Arsenal wirklich den Spieler will, glaube ich, werden wir da keine Chance haben. Transfermarkt.de sieht den Transfer aber als relativ wahrscheinlich. Interessanter Mann, aber ich lege euch diesen Namen Dario Osorio nochmal ins Herz. Das hat schon seinen Grund, dass Virkus das nicht ausgeschlossen hat auf der Pressekonferenz, weil das ist wirklich ein fantastischer Kicker, definitiv. Guckt euch den gerne mal an. Dann noch kurz dazu, das haben jetzt auch mehrere Medien berichtet, Benze Baini wohl schon fix zum BVB, zu 99%. Ja, das hat Virkus eigentlich auf der Pressekonferenz verneint. Man versucht weiterhin die Verträge zu verlängern. Stand jetzt bleiben die auch zur Rückrunde bei Borussia. So hat Virkus es gesagt. Wir wissen alle, was Stand jetzt seit Niko Kovac heißt. Nichts. Also ein Abgang von Thuram. Und Benze Baini ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, wenn das passende Angebot reinkommt. Das muss man einfach so sagen. Macht auch Sinn, dass deshalb wieder die Gerüchteküche ein bisschen brodelt. Ja, muss man halt abwarten, ob da noch was passiert. Aber Stand jetzt wird Thuram und Benze Baini bei uns in der Rückrunde spielen. Um einen bangen wir noch am Sonntag. Das ist Markus Thuram. Wie ihr wisst, er hat sich beim Spiel gegen St. Pauli ein bisschen am Knie verletzt, hat die ganze Woche auch nicht trainiert. Aktuell geht Farke noch davon aus, dass Thuram spielen wird. Aber am Sonntag... Aber es ist natürlich nicht die perfekte Vorbereitung. Ne? Wer dazu kommt, beziehungsweise wer ihn ersetzen könnte, werden wir jetzt gleich sehen. Und jetzt, Leute, jetzt geht's los. Endlich wieder Spieltagsvorbereitung. Unser nächster Gegner, Bayer Leverkusen. Und wir müssen irgendwie die Pillendreher auf Distanz halten. Nützt alles nichts. Ich glaube, wenn die gewinnen sollten, sind sie einen Punkt an uns ran. Wenn wir gewinnen, sind wir 7 Punkte weg, was natürlich extremst wichtig wäre. Das ist die voraussichtliche Aufstellung. Ich glaube, worauf es extrem ankommen wird, dass unsere Außenverteidiger extrem gut aufgelegt sind gegen den Diaby. Ob Baker spielt, lasse ich mal bezweifle ich mal. Wahrscheinlich spielt auch ein Callum Hudson-Odoi, der mit ordentlich Tempo kommen kann. Und Florian Wirtz ist nach seiner Kreuzbandverletzung wieder sehr, sehr gut drauf. Macht in den Testspielen einen extrem guten Eindruck. Ja, also dass da eine Mannschaft mit Qualität auf unsere Borussia zukommt, ich glaube, das weiß jeder. Unsere große Chance sehe ich persönlich tatsächlich in der Innenverteidigung. Ich finde nicht, dass Tah, Hinkapi und Tabsoba die sichersten Innenverteidiger sind, wenn du die unter Druck setzt, wenn Thuram die ständig anläuft. Und wenn Tah in ein 1-1-Duell gegen Thuram oder sagen wir mal in Gumu muss, dann ist Abfahrt. Die kann die nicht halten. Wir müssen die unter Druck setzen. Das wird unser Spiel sein, die Innenverteidiger immer wieder zu piesacken, die Schnittstellen zu finden, Jonas Hofmann in den Schnittstellenpass zu bekommen, einen Alassane Player in Schusspositionen zu bekommen, einen Thuram in 1-1-Duelle mit den Innenverteidigern zu schicken, wenn Thuram spielen kann. Es wird wichtig sein, dass, wie gesagt, unsere Außenverteidiger extrem guten Tag haben. Die müssen einen sehr, sehr guten Tag haben. Ja, dann geht da was. Da sollte da was gehen. Kommen wir zu meiner Aufstellung. Im Tor, unser neuer Keeper. Also Farke hat es eigentlich. Also er hat jetzt nicht gesagt, der spielt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass Jonas Omlin schon spielen wird. Virkus hat seine Talente auch mal... also seine Fähigkeiten mal beschrieben, wird ein offensiverer Keeper sein, so hat das beschrieben, gerade im 16er, Spiel kommt sehr, sehr früh, also kommt raus, fängt viele Bälle ab, ist auf der Linie, wo er extrem stark, ja, wo Virkus halt, sag ich mal, nicht Defizite sieht, ist halt Jan Sommer ist das Maß aller Dinge, so hat Virkus es in der Pressekonferenz beschrieben, Sommer ist das Maß aller Dinge, fußballerisch, da kann Omlin nicht ganz mithalten, ist jetzt nicht fußballerisch unbeschlagen, also kann auch schon was beim Ball, aber halt nicht so wie Sommer. Ich bin gespannt, was er für ein Debüt abliefert, aber ich finde, der Junge ist sympathisch. Ist ein großer Keeper auch. Gut, deutlich größer als Sommer. Ich glaube, 6-7 Zentimeter. Bin gespannt auf sein erstes Spiel im Borussia Park. Ich denke, wir drücken ihm alle die Daumen. Ja, und jetzt kommen wir uns zu unserem Linksverteidiger. Ich glaube, das System ist klar. Wir werden unter Farke 4-2-3-1 spielen. Es wird Benze Baini spielen. Für mich ganz klar. Elvedi in der Innenverteidigerposition. Itakura wird wieder in die Startelf rücken. Itakura wird auch wichtig sein in der Rückrunde, dass der sich nicht verletzt. Ich glaube, seine Zweikampfstärke, auch seinen Einsatzwillen, den brauchen wir einfach. Der strahlt schon richtig was aus da hinten drin. Und ganz, ganz wichtig, dass der wieder zurück ist.
Ich persönlich würde mir wünschen, dass Leiner spielt, weil der eine richtige Kampfsau ist. Ich glaube, der könnte auch mal so ein Callum Hudson-Odoi richtig auf die Nüsse gehen. Aber wenn ich an Farke denke, glaube ich, wird Joe Skelly wieder spielen. Und das wird extrem wichtig sein, dass Joe Skelly einen guten Tag hat. Wenn Joe Skelly einen schlechten Tag hat, schlecht reinkommt, wie gegen St. Pauli Stellungsfehler hat, dann wird es extrem schwierig. Dann wird es gegen die Außen von Leverkusen extrem schwierig. Hofmann muss da sehr, sehr stark unterstützen auf der Seite. Das ist auch so ein Problem, wenn Hofmann, also ich kann ja schon mal sagen, Hofmann spielt bei mir rechts. Wenn Hofmann nicht richtig mitarbeitet oder keine Lust dazu hat. Manchmal hat er so, habe ich so ein Gefühl, manchmal geht er nicht mit dem letzten Energie in die, also boah, jetzt habe ich einen Moment kurz mal sammeln. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Hofmann nicht mit der letzten Überzeugung in die Zweikämpfe geht hinten, nicht konsequent mit genug nach hinten arbeitet und dann fängt natürlich auch Skelly an zu schwimmen. Das darf dir gegen Leverkusen nicht passieren, da müssen alle brennen. Ich bin aber auch davon überzeugt. Also ich bin davon überzeugt, dass wir ein sehr, sehr gutes Spiel machen werden. Weigel hat die ganze Vorbereitung mitgemacht. Für mich ist Weigel auch ganz, ganz klar gesetzt. Neben Kone. Kone hat auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung gemacht. Klar, gegen Pauli haben alle gepennt, das muss man schon so sagen. Das war nicht so nicht unser Tag. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Florian Neuhaus nicht spielen wird nach seiner Verletzungspause. Das hat Farke auch durchgehen lassen, dass die von dem Jungen noch gar nichts erwarten aus so einer Verletzungspause. Und dass wir mit Kramer auf der 10 spielen werden. Das wird auch wichtig sein im Mittelfeld, so einen Florian Würz zu stellen, ob das ein Weigel ist, den du vielleicht auch 1-1 gegen den im Angriff setzt, einen Kramer auf Würz ansetzt oder einen Kone. Also den Würz musst du aus dem Spiel nehmen, damit er seine Pässe nicht spielen kann. Das wird auch wichtig sein. Und den Diaby natürlich auch. Ne? Ob den Benze Baini dann so ein bisschen darauf ansetzt, sei mal dahingestellt. Aber Würz und Diaby werden schon Schlüsselpositionen sein, mit Loschek, glaube ich, vorne drin, der es auch sehr, sehr gut macht mittlerweile. Und links wird unser Player spielen. Und vorne drin hoffentlich Marcus Thuram. Ich glaube, so wird unsere Startelf aussehen. Eigentlich keine Überraschung. Ich glaube, wenn Thuram nicht kann, wird Ngumu oder Stindl in die Box rücken vorne. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr morgen aufstellen würdet. Das würde mich mal extrem interessieren. Eure Aufstellung oder ob ihr mit mir konform geht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Elf am Sonntag sehen werden. Na, nicht morgen, sondern Sonntag. Sonntag ist ja das Spiel. Dass wir die Elf genau so am Sonntag sehen werden. Und ich denke, mit so einer Elf müssen wir uns vor gar keinem Gegner verstecken. Extrem stark besetzt. Und jetzt kommt die Prognose zum Spieltag. Ich glaube, die Bayern werden heute mit unserem Sommer 2-1 knapp gewinnen. Union Berlin gegen Hoffenheim haben natürlich jetzt einen Abgang mit Ryerson zu Dortmund. Ich tippe mal auf ein 1-1. Ich glaube, Schalke ist nicht mehr zu retten. Die werden 4-0 untergehen in Frankfurt. Das können wir morgen auch alle zusammen im Livestream sehen. Da freue ich mich drauf. Wolfsburg gegen Freiburg, ich glaube an ein 2-1 für Freiburg tatsächlich. Bochum gegen Hertha, 2-1 für Bochum. Mit dem neuen Trainer haben die ein bisschen Spirit da reinbekommen. Stuttgart gegen Mainz, Bruno Labbadia traue ich relativ wenig zu tatsächlich. Haben jetzt auch schon wieder so ein bisschen, was war da jetzt? Die hatten noch so ein bisschen Unruhe, weswegen war das nochmal? Fällt mir gerade nicht ein, aber 1-0 Mainz. Köln verliert 1-2 gegen Bremen. Dortmund gewinnt, glaube ich, 2-0. Und wir gewinnen 3-1 und Omlin hält einen Elfmeter. Passt mal auf, so wird es kommen. Danach, dem Spieltag, wären wir Siebter. Das würde schon fürs internationale Geschäft reichen. Da, wo wir hinwollen, ein Platz rauf. Alles, was nach oben ist, ist Bonus. Wolfsburg und Bremen lassen wir hinter uns. Vielleicht können wir noch Union und Dortmund holen. Und dann sehen wir, was drin ist. Ich gehe optimistisch in die Rückrunde. Nach Leverkusen wird dann Augsburg kommen und dann wieder Hoffenheim. Dann geht die Rückrunde quasi richtig los. Und wenn ihr morgen mit mir sprechen wollt, live, müsst ihr in den Discord, Link ist unten drin, oder einfach nur im Spieltagstalk da dabei sein wollt, da geht es morgen richtig heiß her. Also hier fahrt ihr alle News über Borussia. Wir sind mittlerweile 1144 Borussen-Fans. Einfach der absolute Wahnsinn, sage ich euch, wie es ist. Und jetzt wünsche ich euch allen ein super Wochenende. Wir sehen uns morgen im Livestream und am Sonntag. Ich hoffe, ihr seid dabei. Würde mich riesig freuen.
Und jetzt macht's gut. Trink ein Bierchen, genießt die Zeit mit eurer Familie, das Wochenende, also runterkommen und macht's gut. Ciao.